Hey ho und herzlich willkommen zurück. Wir sind im vierten Teil von unserem Resident Evil 7 Biohazard PlayStation VR Let's Play. Ich habe mir kurz nochmal einen Kaffee geholt. Und wir können dann gleich weiter starten ins Horrorhaus. Ich hoffe, diesmal entkommen wir unserer guten Mutti. Die ist ja ziemlich schnell unterwegs. So. Brille und Kopfhörer auf und dann kann es auch gleich wieder losgehen. Ich wünsche euch allen viel, viel Spaß. Und ich hoffe, dass es nicht so weitergeht. So, wir beginnen wieder von vorne. Wir sollten wohl zwischenspeichern, bevor wir der Mom begegnen. Finden Sie Plätze zum Verstecken, um nicht von Marguerite entdeckt zu werden. So, schnelles Umdrehen. Linker Analogstick und Kreis. Dann wollen wir mal. Gute Marguerite. So, den Raum haben wir erkundigt. Ich habe auch das Rätsel gelöst, warum mir gerade der Ton abgehauen ist. Durch die VR-Brille habe ich nicht gesehen, dass mir der Fernseher ausgegangen ist. Dass man so einen Dreck in den Ecken hat, muss man ganz schön lange versifft und nicht putzen, ey. Sieht ja widerlich aus, fast wie ein Kokon. So, wir begegnen wieder unserer Mami. Stecken uns mal hier, vielleicht sieht sie uns nicht. Ich höre sie auf jeden Fall. Ich hab die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mistabend. Ich muss mich verstecken. Oh oh. Oh oh. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Ich hoffe, sie geht hier außer rein. Außer dich in mein Heim zu lassen und dich bitte zu nicht nach verpflegen. Rechts, bitte nicht nach rechts, komm. Gucken vor. Was macht sie? Okay. Ich begreife dich überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Wir versuchen damit rauszukommen aus dem Haus. Schrank. Kein Loot für uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier haben wir das nächste Rätsel. Dieses Haus hat mehr gesehen, als du dir vorstellen kannst. Es weiß Dinge. Verdammt, wir sind erledigt. Du verstehst es einfach nicht? Komm, wir rennen raus. Kümmert es dich einfach nur nicht? Oh, bitte, liebe Marguerite. Hoffentlich sieht sie uns hier hinten nicht. Ich weiß, dass sie etwas planen. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesen Bieten anstellen willst? Zur Erinnerung, Ethan ist unser Ehemann und Mia wurde vor 3 Jahren entführt in dieses Horrorhaus. Okay, ist wieder weg. Nein, 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 nein. Komm, 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 bitte geh wieder raus. Komm nicht hierher. Ich hoffe es. Oh nein, wir sind geliefert, wir können es nicht verstecken. Bitte, sieh. Ah, wir rennen weg. Oh nein, sie hat uns. Du warst ein böses Mädchen. Ja, ich war ein böses Mädchen. You failed. Okay, das Ganze versuchen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall, das erste Versteck ist richtig. Jetzt probieren wir gleich an der Mutter vorbei zu uns wieder hinterm Schrank zu verstecken. An der Mutter vorbei. Ja, schnelles Umdrehen. Es hilft aber auch nichts, wenn sie von vorne kommt, wenn wir in der Sackgasse sind. Schnelles Umdrehen und vor Marguerite verbergen. So, das Zimmer haben wir. Dieses Haus
Jetzt ist nicht die Zeit dafür. So, wir hauen diesmal hier ab. Oh, was haben wir hier? Ein Flammenwerfer? Was ist das? Ah, sieht aus wie ein Flammenwerfer. Können wir nicht nehmen. Weil wir zu viel Material schon dabei haben. Oh komm, bitte geh nicht raus, bitte geh nicht raus, bitte geh nicht raus. Ne, unser Inventar ist leer, also müssten wir eigentlich den Flammenwerfer aufheben können. Komm, komm, komm. Irgendwas Spinnenartiges müssen wir suchen am Bild. Nein. Junge, ist die Dame kaputt gegangen. Nein, nein, komm nicht hierher. Oh nein, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wir sind in der Sackgasse. Oh nein, sie hat uns schon wieder. Bitte bleib da drüben, bitte bleib da drüben, bitte bleib da drüben, bitte bleib da drüben. Geh wieder rein, geh wieder rein, geh wieder rein. Nicht die richtige Zeit. Oh, wollen wir in das Zimmer? Oh, hier ist verschlossen. Auch verschlossen. Bleibt uns nichts anderes übrig, als sich wieder hinzuducken. Das glaube ich dir aufs Wort. Gucken langsam um die Ecke. Sie kommt. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Aber nicht freiwillig. Ihr hättet fragen können, ob wir zu eurer Familie gehören wollen. Boah, sie kommt. Komm rein. Oh, sie hat uns. Das war zu schnell. Du warst ein böses Mädchen. Ja, ich war ein böses Mädchen. Schon wieder. You failed. Neu starten. Oh Mann. Ah, die blöde Hexe hat's in sich. So, also. An ihr vorbei wieder ins Haus schleichen war richtig. Nur dann, wie kommen wir weiter? Den Flammenwerfer können wir nicht in die Hand nehmen. Sonst gibt es hier auch nichts zu looten. Nee. Stecken uns hinter der Türe. Ja, was kann man denn machen? Kannst du nicht nehmen. Verdammt, hey. Verdammt, verdammt, verdammt. Sie ist gerade drinne hier drüben. Es gibt auch keinen Weg runter. Das ist das Einzige, was wir aufsammeln können. Wir können es nicht ins Inventar legen. Ich weiß, dass du und Zoe etwas aushalten. Ich weiß, dass ihr etwas planen. Erzähl mehr über Denkst, Zoe. Ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst. Ja, abhauen mit Ethan wieder. Und glücklich werden. Nicht in diesem Psycho-Frack. Hier. Komm mal ab. Komm, geh. Jetzt gehört hier irgendein Diele knirscht. Verrückte alte Schachtel. Nein, nein, komm nicht hierher. Nicht hierher. Huh. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, wann dann? Wenn ich jetzt, kann noch nichts looten. Dasselbe Bild nochmal an der Wand von der Frau mit Kopftuch. Ich würde gern wissen, wer es war. Hier ist abgeschlossen, hier kommen wir nicht weiter. Ich werde dich meinen Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den überall zu Ah, wir müssen irgendwas
mit der Waffe machen. Wow, sie kommt. Wir öffnen unser Zuhause. Wir öffnen unsere Herzen. Ja, ist schon gut. Und was machst du? Was mache ich? Die Tür ist weiterhin zu. Ja, komm nicht mehr raus. Okay, sie wieder in den Gang gehen lassen und dann langsam vorbeischleichen. Diesmal nicht rennen. Komm, geh rein. Liebe Margarete. Frage ist, warum kriegt sie die Türe so locker auf und wir nicht? So, es ist nicht die rechte Zeit. Was können wir machen? Jetzt ist die rechte Zeit. Mann, wie stellt das Ding der Spinne dar? Fledermaus sehe ich. Pony? Von den Umrissen. Es kommt doch der Spinne am nächsten. So. Jetzt ist der Spinne gelöst und die Geheimtür hat sich geöffnet. Gott sei Dank. Kommen hier raus und Margarete ist nicht mehr unser Problem. So. Zwischen den Zimmern quetschen wir uns durch. Wir passen auf, dass uns die gute Margarete hier nicht dahinter erblickt. Das sehen sie aber gerade selber nicht allzu schnell weiter. Möglichst keine Geräusche von uns geben. Ich schleich weiter, ich traue mich jetzt nicht zu rennen. Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sind, verdammt nochmal. Fuck, sie kommt hier rein. Du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Ich will ihre Gabe nicht. Lauf vorbei, aus, dass ich an dir vorbeirennen kann. Wir lieben dich! Warum siehst du das nicht? Und ihr mich liebt, ich glaub's euch. Bleib genau da, du Scheiße, kleines sie hat Miststück. Uns. Schnell hier rein. Ducken und weg. Oh. Nein, 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 nein! Versuch nicht deinen Teil der Schuld zu entkommen. Doch, doch. Da führt kein Weg Wir bleiben hier nicht freiwillig. Folgt uns wenigstens nicht. Kurze Verschnaufpause. Und weiter geht's. Boah. Sie hat uns eingesperrt. Haben aber ein bisschen Loot an uns. Okay, es ist Margarete mit Tochter. Wie es scheint. Kriegen. Oh nee. Dunkel. Boah. Wo denkst du, dass du hingehst? Boah. Boah, so, das war Tape Nummer 2, Part Nummer 4, wir sind Ethan, ich würde sagen, das lassen wir als alleinstehende Episode. Boah, guter Schockmoment zum Schluss, tak, 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 hat mal wieder den Puls hochgetrieben, bin froh, wieder Ethan zu sein, mit Pistole in der Hand. Boah, so hilflos ist es schon bitter, hey. Und vor allem, da uns die Mutter doch noch gekriegt hat. Oh Mann, oh Mann. So, wie lange stecken wir im Ladebildschirm fest?
So langsam könnte es doch fertig sein. Aber. Ich ziehe die Brille schon mal ab. Kann sich ja nur noch um Stunden handeln. So, die Brille schaut weiterhin einigermaßen auf den Bildschirm. Das uns nicht. Was haben Sie dir angetan, Mia? Was haben Sie dir angetan, Mia? So, an der Stelle würde ich jetzt, mich jetzt verabschieden. Wir machen wieder die kurze kleine Pause. Ich gönne mir eine Zigarette und wir hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder. Macht's gut und bis bald, euer Dirty.